Also zum Befestigen vom Zirkonoxid, das ist eine ganz wichtige Sache. Da haben wir natürlich auch viele Studien und viel Know-how bei den Zahnärzten. Ich denke, wichtig ist es, dass man da auf eine präzise Reinigung achtet, dass der Zahn sauber ist, dass die Oberflächen auch von den keramischen Restaurationen, von dem Zirkonoxid sehr sauber ist. Und dann ist es wichtig, dass man natürlich ein einfaches System verwendet, dass man nicht 1000 Flaschen hat. Und die meisten meiner Behandler, die nehmen ein Selbstadhesiv, weil das halt einfach ein Handling ist und damit kriegt man das Zirkonoxid im Grunde am besten befestigt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, volladhesive Systeme zu nehmen, aber das würde man nur machen, wenn man jetzt zum Beispiel ganz dünne Teilrestaurationen hat oder so Maryland-Brücken oder eine einfügige Klebebrücke, dann würde man das verwenden. Also wenn man wirklich auch trocken arbeiten kann, aber aus meiner Sicht sind halt die Selbstadhesive eigentlich auf dem Vormarsch, weil sie im Grunde im Handling auch sehr einfach sind für den Behandler.